Mein Name ist Michael Wunder. Ich arbeite als Produktionsingenieur bei der Celanese. Meine Hauptaufgabe ist, für den reibungslosen Ablauf der Produktion in einer der weltgrößten Kunststoffanlagen zu sorgen. Man sieht wirklich, was man tut. Man hat ein Projekt, das setzt man um und draußen hat man eine Anlage, die läuft und es funktioniert. Und das gibt einem eine gute Bestätigung. Chemische Produktionen bringen von Hause aus ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich. Da ist natürlich wichtig, dass sich eine Kultur bildet, die unsicheres Arbeiten gar nicht mehr zulässt. Mein Name ist Coralie Barecker. Ich bin bei Celanese seit 3 Jahren als Laborleiterin im Bereich Farbe und Lacke zuständig. Was ich an meiner Arbeit liebe, das ist wirklich konkret. Das sind Sachen, die man berühren kann. Mein Name ist Thomas Liebig. Ich leite zurzeit unser Verkaufsteam für den Automobilbereich in unserem EM-Geschäft. Würde ich Celanese beschreiben, wäre das Thema Eigeninitiative ein ganz wichtiges Schlagwort. Das merkt man schon, wenn man hier ins Bürogebäude geht. Man trifft eigentlich so gut wie nie jemanden, den man sieht. Das ist alles sehr persönlich. Das bringt auch, ja, ich sag mal, sehr viel Spaß in den Arbeitsalltag, dass man sich hier weniger über die Hierarchien Gedanken machen muss und das alles sehr lösungsorientiert ist. Man bekommt 2 Tage pro Jahr frei, um an sozialen Projekten teilzunehmen. Und es ist auch super wichtig, dass mein Arbeitgeber mir die Gelegenheit gibt, sowas zu machen. Es ist auch schön, Kollegen kennenzulernen, die man sonst nicht getroffen hätte. Wir sind Celanese. Wir machen Chemie, sind aber viel mehr als ein Chemieunternehmen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Wandfarbe geruchsarm ist. Dass Ihr Getränk süß ist, aber wenig Zucker enthält. Und dass Sie Kraftstoff sparen, weil unsere Kunststoffe Ihr Auto leichter machen. Die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten, die Celanese Ihnen bietet, sind so vielfältig wie wir. Die Mitarbeiter. Hier kann jeder seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben.